Ich weiß, ich habe da schon alles abgesucht, aber ich weiß es einfach nicht. Die Chun-Li-Moves hatten wir auch schon. Da ist auch nichts. Null. 0,119 wird es ja wohl nicht sein. Das wäre ja zu billig. Weil da 119 drauf stand, deswegen habe ich überlegt, aber wir haben bis jetzt nur eine 0 und es gibt noch drei Buchstaben. Das heißt, wir können das auch nicht raten. Kann ich hier nicht auftreten? Mann, Gewalt! Gewalt ist immer eine Lösung. Ist da in der Schublade noch irgendwas drin? Nee, die ist aber leer. Wieso schrieb die Schwester, sie wird ihr Zimmer nicht mehr brauchen? So, das hatten wir ja schon. Da ist auch nichts drin in diesem Seitending. Da ist noch ein Magazin. Kurt Cobain, 67 bis 1994. Oh. Was der wohl heute machen würde, wenn er sich damals nicht selber... Naja... Weiß man nie so genau. Da hinten sehe ich noch den die Steckerleiste. Da fliegt ein Stift. Das war auch nichts. Wir brauchen den zweiten Abriss irgendwoher. Verdammt. Heimlich mal husten. Tampons. Und da war ja sonst auch nichts drin. Das ist kaputt, aber da war ja nichts drin. Das hat man von hier aus gesehen, ne? Ich glaube, da ist auf jeden Fall nichts drin. Verdammte Axt. Hilfe! Hilfe! So hilft mir doch jemand. Bücher, lalala. Hier ist auch gar nichts. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Das ist auch eine Notiz, die nicht für uns ist. Das Schriftwerk ist auch nicht für uns. Hier sind nur Kartons. Wir brauchen die zweite Hälfte des Zettels, aber ich habe keine Ahnung, wo wir den kriegen können. Verdammt. Nimm Schüssel. Hm. Schließ Schublade. Hier ist auch nichts drauf, ne? Stygian, see you there, lalala. Da ist auf jeden Fall nichts drauf. Von Lonnie ist da eine Nachricht. Chem, nimm, 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 nimm. Hey, da ist noch eine Kassette. Heavens to Betsy. Calculated. Lalalala. Huch, da steht noch was drauf. Was? Nothing can stop me, decide, stay away, calculated witness, lalala, X-Men. Ach man, so sahen damals diese Musikkassettenhüllen aus. Geil. Feier ich gerade ein bisschen. Kann man eigentlich die Kassetten wieder zurück in ihre Hüllen packen? Oh. Oh. Ich glaube nicht, dass das gehen wird, aber egal. Naja, fast. Ich bin verzweifelt. So, hier haben wir das Viewing Room, Upstairs Hall, tralala, Closet. Das haben wir auch schon erforscht. Hm. Ich überlege gerade, ob ich hier vielleicht einen Schnitt machen soll im Let's Play, um hier so ein bisschen weiter zu suchen, weil das Haus haben wir uns ja schon 10.000 Mal angeguckt und irgendwo muss das Kackding ja sein. Irgendwo muss die Schwester das ja versteckt haben, ich weiß aber nicht wo. Da unterm Bett, da liegt ein alter Schlüpper, das wird wohl nicht sein. Papierkorb ist auch leer.
Und auch hier fehlt wieder ein Videorekorder. Warum fehlen hier über die Videorekorder? Butch Cassidy. Im ganzen Haushalt fehlen die Videorekorder. Kann das sein, dass der Vater die vielleicht alle rausgeschmissen hat, weil er irgendwie besoffen war? Und sauer, dass er irgendwie diese Scheiße schreiben muss für dieses Magazin? Wo die ihn vom Magazin auch noch anschreiben und sagen, du musst deinen Artikel anders machen, sonst wirst du gefeuert, sodass er quasi nicht mal dazu taugt. Wir hätten hier alles zugemüllt, ist ja ekelhaft. Kann das sein, dass deswegen im ganzen Haus die Videorekorder fehlen? Bäh. Oh, deswegen hier die Kerzen auch. Ich habe keine Ahnung, wo dieser blöde Zettel sein könnte. Da hat doch jemand geflüstert gerade wieder. Ich würde gerne wissen, was die flüstern. So, hier geht's zum Dachboden. Wir haben doch alles hier schon durchgeguckt, ne? Zum lalalala. Zum Erdgeschoss geht's da runter. Sams Zimmer, sind wir gerade drin. Hier ist das Wandpanel. Im Wandpanel haben wir ein Teil gefunden mit der Notiz von Oscar. Hilfe! Hart am Überlegen, gerade hart am Überlegen, wo womöglich die Schwester den anderen Teil des Zettels. Wir haben einen Teil eines Zettels. To open, lalala. Property of, lalalala. Okay. Die erste Hälfte der Kombination. Das ist offenbar so ein Spindschloss irgendwie. Das ist ein Spindschloss. Aber wo kann die andere Hälfte hingemüllt haben? Offenbar haben hier die beiden Freundinnen ja gehaust, mehr oder weniger. Aber was ist mit den Eltern eigentlich, wenn die hier beide im Wohnzimmer gehaust haben? Was ist mit den Eltern? Was ist mit den Eltern? Die haben sich hier eine Bude gebaut, die haben hier Pizza gefressen, alles gemacht, die haben Musik gehört. Nein, theoretisch hätten sie Videos geguckt, wenn der Vater nicht die Videorekorder verkloppt hatte, eventuell. Vielleicht hat er sie ja zerschlagen, weil er sauer war. Hier ist noch ein sehr auffälliges lila Buch, aber das kann man nicht nehmen. Into the White. Into the Blue, into the Gray. Das haben wir schon geguckt, ne? Lies Brief. Samantha, please give this to your mother. Janet, thank you for having Danny over to your new home. Ich glaube, das haben wir... Achso, nee. Hier ist Miss... Oder haben wir schon gelesen? Ich glaube, das haben wir schon gelesen. Okay, das haben wir schon gelesen. Ist nur schon ein bisschen her. Dass ich hier drin war, weil das Haus ungefähr 50.000 Quadratkilometer groß ist. Verschlossen. Hier haben wir auch schon alles durchgeguckt. Hier ist noch die Notiz, tralala, aber das hatten wir ja schon. Da steht auch keine Zahl drin, ne? Das war das mit dem Street Fighter. Lampe anmachen, da sind auch Spielwürfel. Vielleicht kriegen wir da die Nummer. Nein, kriegen wir nicht. Aber eine 6 gewürfelt, immerhin. Please tell Mom and Dad sorry about the stuff that's missing. Sag bitte Mom und Dad Bescheid, das Zeug fehlt. Sam. Und sie braucht ihr Zimmer nicht mehr. Und irgendwo hat man ja noch diese abgerissene Nachricht. Also irgendwas ist mit unserer Schwester passiert. Hier war die abgerissene Nachricht. Please, whatever you found...
Was auch immer du gefunden hast, sag es nicht Mom und Dad. Auf dem Dachboden. Also irgendwas ist da oben. Irgendein Geheimnis, das sie hatte. Irgendwas, was die Eltern auf keinen Fall rausfinden sollten. Erste Zahl ist 0. Und wir brauchen, bevor ich jetzt irgendwelche Zahlen rate, ich könnte jetzt natürlich 999 Zahlen durchraten, aber ich glaube, das bringt es irgendwie nicht so richtig. Ich gucke jetzt noch ganz kurz, ob ich hier irgendwelche Zahlen übersehen habe, aber es muss ein Zettel sein, den wir mit dem anderen zusammenkleben. Hier ist eine 115, aber das wird es ja nicht sein. Hätte sein können. So aus. Da vielleicht, Mann, ich will in diese Fußbodengitter will ich mal rein. Aber manchmal krampft man sich auch fest, aber wo findet man denn so ein Ding? So, der Holzfäller mit den dunklen Nippeln. Also wenn ich nicht gleich was finde, dann mache ich mal einen Schnitt. Da hinten ist auch nichts. Dann mache ich wirklich mal einen Schnitt, weil sonst das dauert zu lang. Das ist Ditte, hier ist das Kostüm. Im Kostüm ist auch selber nichts drin, ne? Huch, ich gucke jetzt nochmal ganz kurz. Lalalala, Passport. Nein, ich wollte eigentlich... Karte. Die Geheimräume. Das hier ist das Ouija-Brett. Das haben wir gefunden. Zum Erdgeschoss. Da geht's nicht lang. Hier ist nur das Ouija-Brett, verdammte Axt. Die Geheimdinger sind alle hier eingezeichnet. Wir sind auf dem Flur, deswegen ist der lila. Das hier ist das Ouija-Brett. Zum Dachboden kommen wir nicht hin. Da ist auch lila eingezeichnet. Zum Erdgeschoss kommen wir hin. Und zum Erdgeschoss... Ich würde gerne laufen können, das würde schon mal viel, viel Zeit sparen. Sag es mir! So, lalalalalala. Hier hat man die eine Geheimtür. Ich gehe gerade nochmal die Geheimtür. Und hier ist... Ah nee, das ist die verschlossene Tür, die wir hatten. Hier ist noch ein paar Nähe. Hier haben wir noch ein paar Nähe nicht gefunden. Und hier weiß ich gar nicht. Dads Büro in der Bibliothek ist wohl auch noch ein paar Nähe. Ach so. Es gibt die Geheimtüren, aber es gibt auch noch Paneele. Okay, da hätte ich ja lange suchen können. Cooles Icon. Misfits, ja, Text weg. The Misfits, 29. Oktober, Samstag, Special Guests, Maidenhead, Stygia. Okay. Oh. At Todd's brother's place after the show, there was only a futon to sleep on, so Lonnie and I shared it. The lights went out. I was turned toward her. My eyes started to adjust, and then I could see she was looking at me, too. In the dark... She smiled. My heart was beating so fast. I rolled over. I felt so, I don't know, nervous. After a minute, she put her arm around me and was so close and whispered in my ear, "I really like you." I just nodded my head and I really hope she could tell. I really hope that she meant what I think she did. I felt like a shook-up can of soda ever since. I hope we have the chance to talk before I explode. Ach ja, ich glaube. Wir wissen es doch alle. Sind wir mal ganz ehrlich, wir wissen es doch inzwischen schon alle.
Jetzt gehe ich hier einfach, jetzt düdel ich hier einfach wieder durch die Gegend. Ach, das ist der richtige Flur. Hier muss auch noch was sein. Da ist der zweite Zettel. Na also. Ach, das ist, hey, nicht umfallen. Ich lehne es dagegen. So. Private, lies Geschichte. Eine private Geschichte ohne Übersetzung. Na, das wird ja wieder großartig. Private, do not read. Heaven at the edge of the world. Oh weia. Oh weia, oh weia. Allegra und ihre Scouting-Party peered down Verity through the dance. Oh, oh, oh. Das müsst ihr euch wieder selber übersetzen. Das tut mir leid, sonst würde ich ja wieder eine halbe Stunde dranhängen. Wir müssen uns beeilen. Auf jeden Fall hat sie offenbar tatsächlich ein Drehbuch geschrieben und hat aus der Geschichte aus ihrer zweiten Klasse ein richtiges Buch gemacht. Und vielleicht hat sie damit den Erfolg, den ihr Vater niemals so richtig hatte. Den er sich immer gewünscht hat als Schriftsteller. Gott ist böse, wir haben die Wahrheit rausgefunden. Mhm. He was no longer a man at all. In fact, what looked back at her were the eyes, the face, the hair and hands of a woman. Was? Captain? Oh, ich verstehe. Weg mit dem Text. Nicht nur das, sondern in ihrer Geschichte, es gibt ja Allegra, ne? Das ist ja irgendwie der Captain, glaube ich. Und es gibt ja den ersten Mate, also First Mate. Und der First Mate in dieser Geschichte, die keiner lesen soll, wurde dann plötzlich zu einer Frau mit einer sanften, klaren Stimme. Und das untermauert auch unseren Verdacht, dass Sam sich eventuell in ein gewisses Mädchen verliebt hat. Und dieses Mädchen findet ihre Geschichte hier hinein als erster Mart. Deswegen auch die Kostüme im Schrank vom Nähzimmer. Die Liebe meines Lebens und du kannst sie nicht haben. Ich hab's herausgefunden! Lass mich! 501. Okay, 0501. 0501. Okay, probieren wir es mal aus. Es müsste eigentlich klappen, dann haben wir das jetzt auch. Und man kann quasi sagen, es ist eine interaktive Geschichte, die hier nacherzählt wird und die wir nach und nach aufdecken müssen. Das ist quasi das ganze Spiel. Es gibt keine Shooter-Sequenzen. Es tut mir leid. So, 0501. Ja. Zigaretten. Ah ja, Morley. Die guten Morley. Keine Ahnung, ob es sie wirklich gibt. Hier, lege ich hier aufs Bett, damit die Mutti das findet. Nein, natürlich nicht. Lonnie94 mit ihren roten Haaren. Das ist also die Lonnie, die einen Armeeanzug hat und in die sie sich verliebt hat und vielleicht auch umgekehrt. Das wissen wir noch gar nicht. Text. Steht wahrscheinlich Lonnie94. Lonnie came over today, but everything was different. She was sitting at my desk chair, and she wouldn't look at me. Finally, I asked her what was going on. She said she felt like she'd done something wrong that night in the city. Like I must think... But I said no, there was nothing wrong. I just wanted to say... But I couldn't find the words. I felt like I was gonna cry, but I wasn't sad. She got up and sat next to me on the bed. I looked at her. Lonnie, do you think you could ever... And that's when she kissed me. No. Da waren die beiden verliebt und dann hat sie sie geküsst. Oh, ist das schön. Ich freue mich. Voll die Hübsche, ne? Ach, wie schön. Und hier Basement. Wir haben den Kellerschlüssel. Ich wollte auf den Dachboden, ich will nicht in den Keller. Oh Mann, Sam. Bitte was? Gentleman, das Magazin für Männer. Da hat sich jetzt ein Männermagazin gekauft mit dem alten Silberauge. Ist das Shannon Doherty? Nee, das war nicht Shannon Doherty, oder? Das ist David Geffen nach der Geschlechtsumwandlung. Keine Ahnung. Gillian Anderson. The Great UFO Cover-Up. Ach, ist das süß. Ich freue mich voll.
Oh, hier waren noch lauter andere Fotos, aber die hat sie alle entfernt und nur noch Lonnie hier hängen. Oh, ist das schön. Oh. Liebe ist was Schönes. Liebe ist was Schönes. Liebe ist was Schönes. Und wir gehen in den Keller. Warum hat die neben Lonnie eigentlich einen Kellerschlüssel hängen? Das ist ein bisschen gruselig. Ein bisschen bedenklich. Okay. Das ist nicht die Kellertreppe. Ich dachte gerade, das wäre die Kellertreppe. Wo ging es denn in den Keller? Habe ich das wieder vergessen? Da geht's aufs Klo. Ein Keller sollte wahrscheinlich irgendwo unten. Wo war denn die Kellertreppe? Das ist doch nur wieder so eine Rumpelkammer. Ach, stimmt, da hinten war ja noch eine Tür. Ich dachte, die geht nach hinten raus. Aber die war ja abgeschlossen. Und ich dachte, die geht nach hinten raus. Aber das wird doch ganz komischer Schnitt, dieses Haus. Ganz komischer Schnitt. Jetzt geht die Tür auf. Ach, du Heilige.